Seemannsknoten gehören einer längst vergangenen Zeit an. Heute werden auf Schiffen Seile und Tampen eigentlich nur noch aus nostalgischen Gründen benutzt. Wir machen auf unserem Schiff alles mit Klettverschluss. Alles wird mit Klettverschluss festgelascht. In der Zeit, also in der Übergangszeit vom Seil zum Klettverschluss, tauchte das Phänomen des gemalten Seils auf. Ja, genauso wie das künstlich erzeugte Klickgeräusch bei einer digitalen Fotokamera an eine analoge Kamera erinnern soll, täuscht das gemalte Seil nur noch den Gebrauch von Seil vor. Es gibt unzählige dieser Phänomene. Ich bin in Bilbao mal in eine Zahnprothesenpraxis gekommen. Da lief ein Tonband mit Zahnarztbohrgeräuschen und Schreien von Patienten. Und das Band lief nur zum Vergnügen der Patienten, die in die Praxis kamen, um ihre Gebisse abzuholen. Ja, um diese an die gute alte Zeit zu erinnern. Genauso soll das gemalte Seil uns an die gute alte Zeit auf den Schiffen erinnern, wo wir noch hantiert haben mit Leinen, Seilen, Trossen und Tampen.